Niemand hält die Olympischen Winterspiele ab, bevor ich es nicht erlaubt habe. Wir veranstalten unsere eigenen Olympischen Winterspiele und ihr müsst warten. Und ich habe vorgesorgt, damit ihr nicht ohne uns mit den Winterspielen anfangt. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Part anlässlich des Adventskalenders. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Ja. Musste ein bisschen Luft holen nach dem langen Titel. Hier sind wir im Story Mode dieser Geschichte. Ja. Ohne Schnee könnt ihr Olympische Winterspiele nämlich vergessen. Fies und gemein, Bowser, ganz nach deinem meinem Geschmack. Um den Rest kümmere ich mich. Kommt nur her, ihr Schneegeister. Verstecken hilft sie nicht. Hilfe! Er zieht uns zu sich hin. Was passiert denn da? Ich komme nicht mehr weg. Huch, was ist denn auf einmal los? Wir werden etwa gefangen. Oh nein, das sieht übel aus. Das sind also diese Schneegeister, die es auf die Welt schneiden lassen. Einer von denen hat sich zwar verdrückt, aber fünf genügen uns allemal. Bowser, Eggman, was habt ihr denn mit uns vor? Ja, wenn Stinge wert ist, kräftig schneien lassen für unsere Olympischen Winterspiele. Tja, so sieht's aus. Dann wollen wir mal mit den Vorbereitungen loslegen. Überall in den Städten ist der ganze Schnee verschwunden. Dieses Bild bietet sich Mario und Sonic, die Olympischen Spiele ansehen wollten. Auf einmal hören sie eine Stimme. Bitte helft mir! Ich bin ein Schneegeist. Mein Name ist Frosty. Bowser und Eggman haben meine Freunde entführt. Wir Schneegeister sind doch für den ganzen Schnee überall auf der Welt verantwortlich. Ihr müsst mir helfen und meine Freunde retten, aber kommt zuerst mit nach Frosthausen. Mario und Sonic begleiten Frosty nach Frosthausen. Ja. Und damit herzlich willkommen jetzt im Spiel. Bald sind die... Gleich sind die Storys vorbei und wir können uns etwas freier bewegen. Es ist ein etwas altes Spiel, daher die etwas schlechteren Dialoge und drei Wortsätze. Und da ist auch schon unser Klempner, unser Lieblingsklempner, Mario. Super Mario. Mario! Du bist's, Mario. Lange nicht gesehen. Ich bin's, Todd. Mit dir hätte ich ja nun gar nicht gerechnet. Und wer ist das? Oh, nett, dich kennenzulernen. Sonic, ich hab schon viel von dir gehört.
plagst du dich immer noch mit dem bösen Jenny Eggman ab? Vorhin ist der ganze Schnee hier in der Stadt geschmolzen. Nun ist er wieder da. Wie kam das? Bowser und Eggman haben über all den Schnee weggeschmolzen, um die Olympiade zu stoppen. Wer bist du? Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin Frosty, der Schneegeist von Frosthausen. Meine Schneegeisterfreunde sind von Bowser und Eggman entführt worden. Ich habe dafür gesorgt, dass es wieder schneit, aber nur in Frosthausen. Wenn ich meinen Freunden nicht helfe, wird es anderswo nie wieder Schnee geben. Ich habe Mario und Sonic gebeten, meine Freunde suchen zu helfen. Das freut mich, Mario und Sonic. Aber wo sind Bowser und Eggman bloß? Die halten irgendwo ihre eigene Olympiade ab. Hilfst du uns auch, Todd? Ich weiß zwar nicht, ob ich eine großartige Hilfe wäre, aber ja, ich bin dabei. Danke, vielen Dank. Toad ist mit von der Party. Die Todfresse ist nun mit dabei. Wie wär's, wenn wir uns Frosthausen mal genauer ansehen? Oh ja, das wäre gut. Wege dich mit dem Steuerkreuz oder durch Berühren des Zielorts mit dem Touchpen. Zur Interaktion drückst du den Nahknopf oder nutzt den Touchpen zum Antippen. Oder mit dem Schiebepad. Das geht auch. Bloß halt bei dem DS Lite nicht. In der Stadt sind hier und da solche Schilder zu sehen. Die zeigen die Anweisungen zu den Missionen an, denen ihr teilnehmen könnt. Wollt ihr als erstes die Eisschnelllauf-Mission ausprobieren? Vielleicht kann ich euch jemanden der vielen Zuschauer einen Hinweis geben. Ihr habt nicht die richtigen Schlittschuhe für die Mission. Wenn ihr bloß ein paar Sternschraubengleiter hättet, die passen alle perfekt. Mal sehen, ob wir hier irgendwo ein paar ausstemmen können. Und die Dialoge sind wirklich brutal zu lesen. Dort oben seht ihr schon ein Herz. Das sind 5 Herzen. Das zeigt die Generation der Herzen an. Das ist jetzt schlecht angeblendet, aber... Ciao, ciao! Habt ihr irgendwelche Schatzdrohnen gesehen? Ciao, ciao! Scheinbar ist dort drin etwas versteckt. Ciao, ciao! Aber seht selbst, wenn ihr neugierig seid. Ich lese aber den Text vor, den ich hier mit Absicht ausgeblendet habe. Ja. Oh, hier ist eine Wand. Da komme ich nicht vorbei. Oh, und hier ist schon eine Schatztruhe. Nein, falsches Spiel. Sorry. Du hast einen Sternschraubgleiter bekommen. Endlich haben wir welche. Nun können wir endlich Eislaufmissionen machen. Ja. Wie man sieht, ist das Spiel auch etwas für kleinere Kinder gedacht. Aber ich dachte mir, zur Weihnachtszeit so ein bisschen was winterlich angetouchtes, denke ich, könnte passen. Dann wollt ihr die Eislaufmission also ausprobieren? Zeigt denen, was ihr drauf habt. Ich drück euch die Daumen. Schließen 50 Sekunden ab. Mach mal. Ja, ich denke, das sollten wir hinkriegen. Ich habe das schon früher gespielt. Und zack! Links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts drücken, rechts drücken, rechts drücken, rechts drücken, rechts drücken. Und zack, 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 zack. Rechts, 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 rechts. Und Endsport. Geschafftet. Ja, die Herausforderung haben wir bestanden. Seht ihr den Text, den ich vorlesen werde. Glückwunsch zum Abschluss der Mission. Wie hast du deinen ersten Kristall?
Schneekristall. Yay! Du hast einen Kristall erhalten. Kristall wurde in der Itemstasche versteckt. Wieder falsches Spiel. So ein Mist. Vertue mich ja mal in den Spielen. Das ist ein Kristall, ein Symbol des Sieges. Kristalle geben Schneegeistern wieder mit ihre geheimnisvollen Kräfte zurück. Wow, das klingt aber aufregend. Die Kristalle können wir später vielleicht noch gut gebrauchen. Wenn wir Kristalle haben, sollten wir uns überlegen, wie wir sie einsetzen können. Schilder mit einem Ausrufezeichen für die Mission zeigen an, welche Kristalle vorhanden sind. Habt ihr die Mission bereits abgeschlossen, seht ihr ein Sternchen auf dem Schild, wie ihr dort im Hintergrund leicht erkennen könnt. Wir müssen also Schilder mit Ausrufezeichen suchen und so viele Missionen wie möglich schaffen. Wenn ihr die Mission nicht schafft oder wiederholt, habt ihr weniger Versuche, also Lebensabzüge, was so bei Mario-Spielen eigentlich alltäglich ist. Dann müssen wir vorsichtig sein. Woher wissen wir, wie viele Versuche wir haben? Seht ihr das Herzsymbol oben rechts auf dem Touchscreen? Ja, ich sehe es, ihr seht es nicht. Jetzt seht ihr es so ein bisschen. Das sind die Versuche. Aha, dann wollen wir ein Auge darauf behalten und unser Abenteuer fortsetzen. Dann krieg ich's mal hin. Hopp. Zack, da sind die Herzchen. Ist ein bisschen kompliziert ausgerichtet, die Kamera. Ich denke, so wird es vielleicht gehen. Oh, hier komme ich nicht durch. Das sieht ganz wie der Mechanismus zum Öffnen des Tors aus. Aber er ist kaputt. Wie reparieren wir das, wenn es nur jemanden gäbe, der sich mit Maschinen auskennt? Aber hat Sonic nicht einen Freund, der genau das kann? Kommen wir wieder hierher, wenn wir jemanden finden, der sich mit Maschinen auskennt. Ja, das wird dann wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part sein. Also suchen wir noch ein bisschen nach Ausrufezeichen Schildern. Ja. Eine Eismauer versperrt den Weg. Was sollen wir jetzt tun? Solange diese dicke Eismauer hier ist, kommen wir nie zum Palast von Frosthausen. Glaubst du, dass Bowser und Eggman dahinter stecken? Ja, das glaube ich allerdings. Ich glaube, mit der Hilfe der Kristalle kann ich diese Eismauer wieder einbrechen. Zeig mal kurz, da ist der Eise hier. Kümmere mich drum. Pass auf, jetzt macht er das weg. Dann sieht Mario gar nicht mehr. Hui. Da ist er weg. Die Mauer ist verschwunden. Ja. Da ist er wieder, unser Lieblingsklempner. Hoch geht's weiter in die Stadt. Oh, wen haben wir denn da? Bowser Jr. himself. Können wir erstmal ein paar Fässer öffnen. Ui, da ist ein Herz. Ein Herz. Denk daran, Herzen geben an verschiedene Versuche für die Mission. Du hast... Das habe ich ein bisschen falsch ausgesprochen. Bisschen falsch betont. Unser siebtes Herz. Zack, da ist auch nichts drin. So, einmal kurz meine Herzenanzahl einblenden. Zack. Zack, wieder zurück. Interessiert eigentlich nicht so sehr die Herzenanzahl. Wichtiger ist, was wir tun hier. Na dann, auf in den Kampf mit Bowser Jr. Der bedroht hier und terrorisiert hier einfach die Stadt. Das geht ja nicht.
ich war auf der Suche nach Schneegeistern. Und was finde ich? Mario und Sonic. Er darf mich auf keinen Fall sehen. Hey, was tuschelt ihr da? Wenn ihr meint, ich könnte es mir auch aufnehmen, dann tretet ihr im Eisschnelllauf gegen mich an. Ab geht's, Eisschnelllauf gegen Bowser Jr. Versus Mario. Ach, das kennen wir, das Prinzip. 3, 2, 1, go! Oha, ich muss ihn unbedingt besiegen. Du, ich denke, das kriegen wir hin. Wir müssen ihn besiegen. Das ist kein schweres. Ich habe ihn nämlich locker überholt, obwohl ich den Endsport nicht geschafft habe. Habe ich ihn überholt. Gewonnen! Quest geschafft. Ja, verloren. Ich habe tatsächlich verloren. Ich hab's geschafft. Ihr habt Bowser Jr. gezeigt, wer der Boss ist. Gut gemacht, Mario. Wir sind noch nicht fertig. Da sage ich meinem Papa. Er wird noch größere Eismauern bauen und damit ihr nicht aus der Stadt könnt. Bowser Jr. ist entwischt. Los, ihr nach.